Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen mit Traudl. Heute habe ich wieder mal kein Kochbuch da, denn heute müssen Reste verwertet werden. Ich mache ein Curry-Geschnetzeltes mit einem Putenfleisch, das mir übrig geblieben ist, und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Als Zutaten habe ich jetzt ein Putenfleisch, das habe ich ein bisschen klein geschnitten, Butterschmalz nehme ich her, Zwiebeln, Mehl, Tomatenmark, da ist ein Joghurt drin und eine saure Sahne, eine Hühnerbrühe und Salz und Pfeffer und ein bisschen Cayennepfeffer rein. Und das Essen ist jetzt auf eine Viertelstunde fertig. Deswegen tue ich da hinten schon mal einen Reis kochen. Das ist ein Basmati-Reis, den habe ich zuerst ein Teil Reis, 1,5 Tassen Wasser, ein bisschen Salz, eingeweicht, eine Viertelstunde. Und nach der Viertelstunde habe ich jetzt das aufkochen lassen, sprudelnd aufkochen lassen und dann bloß noch eine Viertelstunde ziehen lassen, bei niedrigster Temperatur. Und in der Viertelstunde sind wir ja leicht fertig mit unserem Fleisch. Da habe ich jetzt das Butterschmalz zerschmelzen lassen und da gebe ich jetzt mein Fleisch rein. Das Fleisch habe ich jetzt angebraten und das tue ich jetzt wieder aus. Denn es wird sonst zu trocken. Nun brate ich in dem Bratenfett meine klein geschnittene Zwiebel an. Dazu gebe ich jetzt das Mehl und wenn das ein bisschen angebraten hat, gebe ich auch noch mal Tomatenmark dazu. Und mein Curry kommt noch rein. Das tue ich jetzt erst am Schluss rein, damit das nicht irgendwie anbrennt, weil sonst schmeckt es leicht bitter. Und das gieße ich jetzt mit der heißen Brühe auf, nach und nach, damit es keine Klümpchen gibt. Und die Soße lasse ich jetzt so auf niedriger Stufe dahin köcheln, so lange bis der Reis fertig ist. Der Reis ist jetzt gleich fertig. Jetzt gebe ich da noch eine Prise Cayennepfeffer rein und der saure Rahm. Ein bisschen mehr saurer Rahm als wie Joghurt gehört da rein. Und aufpassen, jetzt darf das nicht mehr kochen, weil das sonst gerinnt. Das ist mir nämlich schon mal passiert beim Böf Stroganoff. Und wie könnte man aber jetzt verhindern, dass das gerinnt? Das kann man dadurch verhindern, dass man statt der sauren Sahne vielleicht der Creme Fraiche nimmt. Habe ich aber jetzt nicht, weil ich aber den Rest saurer Sahne nur verwerten wollen. Oder wenn es geronnen ist, dann muss man es vielleicht mit Pürierstab danach pürieren. Dann schaut es auch wieder einigermaßen aus. Zum Schluss erwärmen wir nochmal das Fleisch da drin. Da ist eben auch wichtig, das muss schon durchgebraten sein. Das Fleisch habe ich ein bisschen gesalzen und pfeffert. Also bis jetzt schaut es ja noch ganz gut aus. Jetzt schauen wir, wie es denn überhaupt schmeckt. Ein bisschen säuerlich, schmeckt aber gar nicht schlecht. Vielleicht ein bisschen Salz noch ein. Und ich tendiere immer zu einer Prise Zucker. Jetzt nochmal probieren. Schmeckt sehr gut. Sehr lecker. Kann man auch mit Resten ganz was Gutes machen. Und so schaut es aus, wenn es fertig ist. Mein Curry geschnetzeltes. Bisschen Petersilie noch drüber. Und schon sind wir fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Pfiat euch!